Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge mit unserem Two Point Campus. Letztes Mal haben wir hier noch ein bisschen ausgebaut und Moment mal, das muss ich auch verwalten. Ne, wir brauchen 40, okay. Dann gehen wir mal auf Folge auch starten. Müssen wir natürlich laufen lassen. Dann wäre es ein bisschen einfacher. Na, das geht doch gut ins Ohr. Das so ist der Sound es. Von Two Point County hier bei Two Point Radio. Sie hören Radio Two Point, das spirituelle Zuhause Ihrer Ohren. Heute haben wir eine Brainstorming-Sendung für Sie. Doch erst das Vergnügen, dann die Arbeit. Gönnen wir uns ein Bad in diesem akustischen Balsam und machen wir uns danach entspannt ans Werk. Die Jahresendwertung gibt es jetzt. Ja, das war mal und jetzt machen wir hier gleich einmal flott weiter. Wir sollen ja hier ein Event gewinnen gegen die Rotztrotters. Gegen die Rotztrotters. Wer sind die Rotztrotters? Okay, da müssen wir jetzt die Bungle-Technikens schlagen und das können wir natürlich hier gleich Ende November hier rein buchen und dann schauen wir mal. Und ein kleines Upgrade gibt es ja auch schon wieder. Achso, was ich das letzte Mal mir noch dachte, wir bräuchten ein bisschen was noch vielleicht für die Weiterbildung. Das wäre schon mal nicht ganz schlecht. Aber immerhin sehe ich, die Studentenhygiene passt. Das ist gut. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Okay, Powernapping Club hat eine Stufe 2 erreicht. So. Okay, was haben wir hier? 250, sehr gut. Und so wie immer. Suchen wir uns wieder hier einen raus aus dem ersten Jahr. Und zwar nehmen wir den Wisch Rucolaire. Rucolaire, alles klar. Dass wir ungefähr immer sehen. Eindringlinge gesichtet. Ja, dass wir ungefähr immer sehen, wie sich die mal, wie sich die so entwickeln. So grob zumindest. Okay, da waren wir bei 11.000. Da würde ich sagen, ja, da würde ich sagen, da stellen wir uns noch einen ein, der ein bisschen Müll auffegen kann. Okay, schauen wir mal, tut sich hier was? Knapp. Noch keiner beim Naturclub, Nanu. In der letzten Runde war der Buchclub so beliebt. Der Naturclub war so beliebt. Eilmeldung, ich habe mich auf etwas Scharfes gesetzt. Was es war und welche Folgen es haben wird, steht noch nicht fest. Aber wir halten Sie auf dem Laufenden. Sehen Sie es? Steckt es in mir? Bitte sagen Sie mir, dass es nicht in mir steckt. Okay, eine Tanzfläche. Ja, wo könnte man hier Tanzfläche reinbasteln? Schauen wir doch einmal. Tanz. Draußen vielleicht. Tanz. Ein Studierendenzentrum.
Studierendenzentrum. Tatsächlich. Okay, Mini-Tanzfläche. Hausmeister in der Bibliothek benötigt. Okay, tatsächlich. Stoppen wir mal kurz. Machen wir doch gleich einmal einen Screenshot. Alles klar. Ja, Hygiene geht wieder ein bisschen zurück, aber bin sicher, wird schon wieder werden. Duschen sind alle frei verfügbar. Okay, jetzt haben wir wieder Plus erhalten. Okay, der müssen wir natürlich. Hat sich als Stechpalmenzweig vom gestrigen Mittagessen entpuppt. Man lebt riskant, wenn man seinen Mahlzeiten etwas Pfiff geben möchte. Doch dieser Vorfall wird mich nicht von zukünftigen Stechpalmenexperimenten abhalten. Oh nein! Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Tja, da geht das Geld dahin. Werden wir natürlich mal jetzt jemand weiterbilden. Da haben wir wieder ein bisschen Geld erhalten. Jawohl, Stufe 13, sehr gut. So, und jetzt sollte man doch das mal wieder ein bisschen ausbauen können, tatsächlich auf 35 dann. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. Genau. Machen wir jetzt einmal. Wann der erste dann fortgebildet ist oder weitergebildet. Aber dann ist dieses Ding hier auch schon fast wieder voll. Da hoffe ich einmal, dass bis dahin noch ein bisschen Geld reinkommt. Das dauert dann noch einige Zeit, bis das Jahr hier rum ist. Okay, wie schaut's aus? Jawohl. Okay, prima. Drei Bewerber. Die Smuggli Salamander. Schauen wir mal, wäre dann März. Durchsage. Können wir machen. Gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Ja, haben wir ja. Das haben wir. Das scheint noch ein Bug zu sein. Jetzt.
Jetzt neu in Crumlys Studentensortiment. Instant-Auflauf. Lust auf eine warme Mahlzeit, aber keine Zeit zum Kochen? Komm schon! Mit Crumlys neuem Instant-Auflauf zauberst du mit nur etwas Wasser ein Gericht, das fast ein Auflauf sein könnte. Genau wie bei Muttern. So, schauen wir mal, das scheint unser Event zu sein. Werden wir mal sehen. Okay, 2000 haben wir da erhalten. Ah, da kommen wir schon die Zuschauer angelaufen. Okay, der hat das auf jetzt einmal geschafft. Eine Sportveranstaltung. Jo. Da muss ich jetzt noch mal kurz schauen, weil da hatte ich einen Fehler gemacht. Und zwar heißt es ja hier im Bereich akademisches Training. Und das wäre ja das hier, akademisches Training. Dann machen wir das mal so, dann kommt der nächste hier ran. Oh, das schaut ja schon mal wieder gut aus. Ja, sehr gut. Ja, ich bin ja total begeistert. Sehr schön. Ja, da werden wir das auch gewinnen. Verstopfte Toiletten benötigt. Wunderbar. Naja. Okay, da haben wir das gewonnen. Gebt euch die Flossen, Genossen. Sehr schön. Okay, 3000. Ein Horrorfilm könnt ihr euch gerne reinpfeifen. Können wir natürlich jetzt gleich einmal machen. Jawohl, und das war's dann schon wieder. Wieder ein schönes Event gewonnen. Was gibt es sonst noch? Aufenthaltsraumparty. Kann man natürlich auch machen. Und zwar hier Anfang Februar. Radio 2Point, der ihrem Tag zwei Stützräder verpasst. Ich bin Ricky Hawthorne und es ist... hat jemand die Zeit? Nein? Die Sonnenuhr war wohl ein Fehler. Ricky, die Kabine hat doch gar keine Fenster, sagten sie mir. Oh, was haben wir gelacht. Mehr zeitloses Radio nach dieser geschmeidigen Nummer. Durchsage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Okay, Rodney Lane hat auch. Geht natürlich gern zum Film. Kann zur Party, kann er auch. Schauen wir mal. Ja. Jetzt schaut es doch langsam hier wieder besser aus. Geht's zumindest in die richtige Richtung. Da muss man hier nur. Okay, Kredite zurückgezahlt. Ja, da sieht man es hier 12.000. Wunderbar.
Okay, prima. Dann machen wir, würde ich einmal sagen, diese Folge ein bisschen kürzer. Und schaut einfach bitte mal rein in meinen Kalender, in der Infobox. Da seht ihr, wenn das weitergeht. Und beim nächsten Mal werden wir natürlich dann schauen, hier die 2 Sterne zu holen. Und dann geht es auch schon flott weiter auf den nächsten Campus. Okay. Jetzt schaue ich nur mal kurz, ob hier einer sich weiterbildet. Eindringlinge gesichtet. Okay, erstmal das. Schauen wir nur mal kurz hier rein bei der Weiten. Das war falsch. Weiterbildung. Was, wo war denn die Weiterbildung? Das ist die Klinik. Weiterbildung. Ach, da. Okay, das war so ein Student. Schauen wir mal kurz. Man kann einfach nicht aufhören. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Okay, Weiterbildungskapsel. So, schauen wir mal. Desmond. So, läuft er jetzt hier zur Ausbildung? Da läuft er jetzt zur Ausbildung. Okay. Läuft er nicht zur Ausbildung? Chefkoch Ricky hier mit dem Häppchen des Tages. Träumen Sie unterwegs manchmal auch von einem gekochten Ei? Zum Beispiel, wenn Sie gefrustet im Stau sitzen. Nun, Ihre Träume können so, wahr jetzt werden. Aber. Eier haben eine Hülle oder auch Schale, die sie schützt. Ich habe gerade selbst 2 gekochte Eier in der Tasche. Probieren Sie es einfach einmal aus. Lassen wir mal kurz ein bisschen schneller laufen, damit wir das eine Ding hier noch durch haben. Campusstufe 14. Was gibt's hier? SC-Party. Können wir natürlich hier Ende April noch schnell reintremmeln. Jawohl, dann haben wir das Ding hier auch durch. Hausmeister wird zur Upgrade-Montage gebeten. Sehr gut, okay. Prima, ich danke sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss. We'll be right back.